Hi, das hier ist ein ganzer fantastischer Truthahn vom Primo Oval XL und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die wir für die Brine für unseren Truthahn brauchen werden. Eine Brine ist quasi eine Flüssigkeit, in die der Truthahn eingelegt wird und die eben mit ihren Inhaltsstoffen den Geschmack vom Truthahn beeinflussen soll und auch dafür sorgen soll, dass wir eine schöne, krosse Haut bekommen. Die Brine herzustellen, da brauchen wir zwei Schritte. Im ersten Schritt habe ich hier 2 Liter Apfelsaft, 1/2 Kilo braunen Zucker und ich glaube, das waren 6 Esslöffel Salz. Die ganzen Zutaten kommen jetzt in diesem großen Topf und werden kurz aufgekocht, um dann direkt wieder abgekühlt zu werden. Es geht einfach nur darum, dass es mal kurz aufgekocht wird, damit eben Zucker und Salz sich wirklich schön auflösen können. Und dann brauchen wir im Weiteren 4 Orangen, einmal den Saft, also die werden ausgedrückt und auch die Orangen selber fliegen dann auch mit in die Brine rein. Dann brauchen wir Ingwer, frischen Ingwer, der wird einfach geschält und in kleine Schnitte gemacht. Dann habe ich hier 15 Nelken. Und 6 Lorbeerblätter. Dann brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch. Dazu kommen dann noch 3 Liter Wasser, aber das zeige ich euch dann später. Ich koche jetzt erstmal den Apfelsaft und den Zucker und das Salz auf und dann geht's weiter. Die Mischung aus Apfelsaft, Zucker und Salz ist jetzt warm und Salz und Zucker haben sich komplett aufgelöst. Aufkochen musste in dem Sinne dann gar nicht sein. Es hat gereicht, dass jetzt alles weg ist. Also ich nehme es jetzt von der Herdplatte runter, lasse es abkühlen. Und dann sehen wir uns draußen wieder. 1,5 Stunden später ist unsere Apfelsaft-Zucker-Salzlösung ausgekühlt und ich bin nach draußen gegangen und ihr seht den Truthahn, den ich grillen möchte. Den habe ich, wie beim letzten Mal auch schon, von Ferdi Müller bekommen. Das ist ein Züchter aus Lindlar von bergischertruthahn.de. Der hat mir den zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht es also darum, dass wir den Truthahn brinen. Und das heißt also, er wird in eine Flüssigkeit eingelegt und soll dann über Nacht bzw. 24 Stunden in dieser Flüssigkeit ziehen. Ich habe jetzt hier schon mal einen großen Topf Wasser hingestellt und habe da Kühlakkus reingelegt, damit dieses Wasser wirklich richtig, richtig kalt ist. Dann haben wir hier die Orangen, die Nelken, die Lorbeerblätter, den Knoblauch und den Ingwer. Und dann muss das Ganze jetzt in ein Behältnis rein und das Behältnis zeige ich euch jetzt. Da so ein Truthahn nicht ohne weiteres in jeden Topf passt, muss es ein bisschen unorthodox sein. Ich nehme eine Kühlbox und in dieser Kühlbox sind Kühlakkus drin, denn wie gesagt, der Truthahn wird ja die nächsten 24 Stunden in dieser Kühlbox sein und dann sollte er natürlich nach wie vor kalt liegen. Und ich habe hier 2 Kunststoffbeutel, also einer, wo der dann reinkommt, der Truthahn, zusammen mit der Flüssigkeit und einen nochmal drumherum sozusagen als Schutz, als Barriere, falls der eine doch irgendwie einen Riss haben sollte. So, hier habe ich also meinen Truthahn. Der kommt jetzt hier in den Beutel rein. Passt da bitte auf, damit ihr nicht mit den Knochen anstoßt, weil ihr sonst ein Loch in den Beutel reißen könntet. Also vorsichtig reinsetzen. Gucken, dass der auch komplett da reinpasst. Das sieht ganz gut aus. Und dann setze ich jetzt den Beutel in einen zweiten Beutel. Dabei, wie gesagt, schön vorsichtig sein. Dann habe ich hier meine ISO-Box. Da kommt der Truthahn jetzt rein. So, ich habe die Kamera mal ein bisschen umgebaut, beziehungsweise die ISO-Box auf den Boden gestellt, damit ihr es besser sehen könnt. Hier ist jetzt also der Truthahn. Links und rechts seht ihr die Kühlakkus. Und jetzt gieße ich erstmal die 3 Liter Wasser in die Tüte. Wie ich sehe, die Tüte ist dicht, es sammelt sich kein Wasser unten drin. Dann habe ich jetzt hier den Ingwer. Der ist geschält und in so Streifen geschnitten, beziehungsweise in so Taler. Hier ist noch mehr. Dann habe ich hier 6 Knoblauchzehen. Die habe ich geschält und angedrückt. Also die sind so leicht angematscht, damit die besser das Aroma abgeben können. Dann kommen die Lorbeerblätter mit rein.
die Nelken. Als nächstes habe ich jetzt hier die vier Orangen aufgeschnitten und drücke den Saft in die Brine rein. Und dann fliegt die ganze Orange hinterher. Kann man ruhig mit ordentlich Gewalt rangehen. Dass da schön der Saft rauskommt. Wenn er die Orange dabei ein bisschen zerstört, macht das überhaupt nichts. Zu guter Letzt kommt jetzt noch unsere Apfelsaft-Zucker-Salzmischung mit da rein. Wie ihr sehen könnt, ist der Truthahn komplett bedeckt. Das ist wunderbar. Und jetzt machen wir den Beutel zu, setzen den Deckel drauf und morgen Abend sehen wir uns wieder. Gute 24 Stunden später ist unser Truthahn hier immer noch in der Brine und die Brine hat eine Temperatur von 2 Grad. Ich habe da heute Morgen noch ein paar Kühlakkus nachgelegt, einfach zur Sicherheit, aber die sind, ihr könnt sehen, die sind komplett fest, die sind noch gefroren. Hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, aber die nehmen wir jetzt mal raus. Und Leute, das ist ein Duft von der Brine. Ich könnte die gerade saufen, wenn ich da jetzt 24 Stunden Truthahn drin gelegen hätte. Riecht absolut fantastisch. Also wenn nur ein Bruchteil von dem Geschmack, der mir hier oder von dem Geruch, der mir hier entgegenströmt, in den Truthahn gezogen ist, Leute, das wird der absolute Knaller. Hier die Kühlakkus, die sind immer noch fest. Also der hat es richtig kühl gehabt über Nacht. Ihr könnt hier sehen, meine beiden Beutel haben richtig dicht gehalten. Hier ist alles trocken nebendran, da ist keine Flüssigkeit in die, in das Ding gelaufen. Also hier ist unser Truthahn. Und den befreie ich jetzt aus der Brine. Dafür stelle ich den mal runter hier. Hier seht ihr jetzt die Sachen, die wir als nächstes brauchen werden. Los geht's mit dem Kunststoffbrettchen, da werde ich den Truthahn gleich kurz draufsetzen. Dann Küchenrolle, denn wir müssen ihn trocken tupfen. Und dann habe ich hier, viele haben es wahrscheinlich schon erkannt, die Konix-Form vom freundlichen Möbelhändler aus Schweden. Das ist ganz cool, weil da kann man den Truthahn draufsetzen, der hat keinen direkten Kontakt zum Boden. Denn der Truthahn wird jetzt für die nächsten 12 Stunden, sagen wir mal genauer um die nächsten 16 Stunden, im Kühlschrank trocknen. Das sorgt dafür, dass ihr wirklich eine perfekte Kruste bekommt und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Nach dem Brinen muss der Truthahn die Möglichkeit haben zu trocknen im Kühlschrank und das werden wir machen, indem wir ihn hier auf die Form setzen. Und ich lege mir jetzt hier schon mal so ein paar Küchentücher bereit. Mal kurz abtropfen lassen und tada, da ist er. Sind noch ein paar Ingwer-Scheibchen mit dran und Lorbeerblätter, die pflücken wir mal weg. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ihn wirklich rundum richtig trocken tupfen. Boah Leute, und der riecht fantastisch. Hier war noch eine Nelke. Richtig schön nach Orange, Apfel, absolut grandios. Der Truthahn ist jetzt von allen Seiten abgetupft, die Brine ist so gut wie von der Haut weg. Und so stelle ich ihn jetzt für die nächsten 12 bis 16 Stunden in den Kühlschrank. Und morgen, wenn der Grill vorgeheizt ist, dann sehen wir ihn wieder. Dann ist es jetzt Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wie ihr sehen könnt, ich habe den Primo schon befüllt mit Holzkohle. Und ja, den werde ich jetzt mit dem Luftleiter starten. Während der Grill jetzt gerade vorheizt, habe ich hier einen Topf aus Metall und da sind 150 Gramm Butter drin. Stelle ich jetzt einfach in den Grill mit rein und lasse die Butter schmelzen. Der Grill ist jetzt inzwischen gut vorgeheizt. Ich mache ihn mal vorsichtig auf. Ist ja beim Keramikgrill immer vorsichtig öffnen. Die Butter ist geschmolzen. Die kann ich jetzt vom Grill runternehmen. Dann bereite ich jetzt den Grill fürs indirekte Grillen vor. Ich setze erstmal nur eine von den Platten ein, denn ich möchte gleich noch Woodchips dazufügen, das heißt also den Truthahn ein bisschen räuchern. Aber das lassen wir jetzt erstmal so aufwärmen und machen den Grill nochmal zu.
und regeln ihn eben auf eine Temperatur von 170 Grad ein. Als nächstes kümmern wir uns um den Truthahn bzw. um die Butter, die wir in den Truthahn injizieren wollen. Um sie injizieren zu können, brauchen wir hier so eine Marinadenspritze. Und ich habe jetzt, wie gesagt, hier 150 Gramm Butter geschmolzen und werde da, sagen wir mal, so 4 Esslöffel von der Don Marco Pickling Rub dazugeben. Dann habe ich hier einen Schneebesen und rühre das Ganze dann in die Butter ein. Nachdem ich jetzt die Butter und die Pickling Rub habe 2-3 Minuten ziehen lassen, werde ich jetzt die Butter durch ein Sieb geben, damit eben die Sesamkörner aus der Pickling Rub aufgefangen werden. So, dann habe ich also hier die Butter mit dem Pickling Rub und die ziehe ich mir jetzt auf die Marinadenspritze. Und jetzt geht es ans Injizieren und es ist ganz gut, dass der Truthahn jetzt immer noch auf dieser Schale halt liegt. Und da suche ich mir jetzt hier so ein paar Stellen raus, wo ich die Butter richtig schön unter die Haut spritze. Wichtig ist, dass ich sie wirklich unter die Haut und nicht ins Fleisch. Aber ihr seht richtig, das böllt sich hier so ein bisschen auf. Und das gibt dem Ganzen dann von innen nochmal einen Wahnsinnsgeschmack. Bevor der Vogel jetzt gleich auf den Grill kommt, bekommt er jetzt noch ein kleines Bondage verpasst. Das heißt also, ich knote die Beine ein bisschen zusammen und die Flügel werden auch ein bisschen angebunden. Dafür habe ich hier so Metzgergarn. Nehmt da auf gar keinen Fall irgendwas aus Kunststoff oder dergleichen. So, damit das auch beides hält, habe ich einmal hier jetzt noch ein Garn gespannt, das hier die Flügel auch, also die Beine ein bisschen hochhält und die Flügel hier schön an die Seite packt. Ja, dann würde ich sagen, ist der Truthahn jetzt fertig vorbereitet und wir bereiten den Grill vor, dass wir den Truthahn auflegen können. Der Grill ist also auf 170 Grad jetzt gut vorgeheizt. Ich mache ihn vorsichtig auf und habe hier meine Applewood Chips, also Apfelholz, die ich gewässert habe vorher. Und die gebe ich jetzt in den Grill hinein. Sorgen also dafür, dass wir ein schönes Raucharoma kriegen. Dann setze ich die zweite Platte ein zum indirekten Grillen. Dann kommt die Tropfschale rein. Und der Grillrost. Und dann kommt unser Truthahn. Schön mittig drauf und dann Deckel zu. Und jetzt gart er eben bis zu einer Kerntemperatur in der Keule von 85 Grad. Das Ganze wird bei 160, 165 Grad im Grill 2,5 bis 3 Stunden dauern. Kerntemperaturfühler werde ich gleich noch reinpacken und jetzt lassen wir ihn erstmal räuchern. Zur Temperaturüberwachung werde ich heute mein neues Maverick ET733 benutzen. Dafür starte ich es erstmal oder schalte es erstmal ein. Denn da haben wir die Möglichkeit, ja quasi vorgegebene Temperaturbereiche für das entsprechende Essen auszuwählen. Und ich hoffe, ihr könnt das, ich komme mal ein bisschen näher ran und stelle mal die Kamera so, dass ihr das sehen könnt. So. Ist jetzt eingestellt auf Temperaturfühler 1. Na komm, spring um. Temperaturfühler 1 ist auf Beef. Das wollen wir nicht, wir möchten das gerne umstellen. Dafür drückt ihr Set gedrückt. Dann blinkt hier Temperaturfühler 1. Den möchten wir gerne haben. Der soll Food anzeigen und nicht den Grill überwachen. Sagen wir okay. Jetzt blinkt das, ob wir Beef haben wollen oder welche Fleischsorte. Und da könnt ihr dann auf Meat weiter drücken, bis dann da Turkey steht. Den wählen wir aus. Jetzt geht es noch um die Temperatur, aber bei Geflügel und bei Truthahn gibt es natürlich nur eins, und zwar Well Done. Das hat er dann jetzt auch eingestellt. Das heißt, die Zieltemperatur sind 77 Grad. Beide Fühler zeigen 9 Grad an. Wunderbar. Ich habe auf dem zweiten Fühler das jetzt schon eingestellt gehabt. Und so könnt ihr das, wie gesagt, vorgeben und einstellen. Und jetzt kommen die Fühler in den Truthahn und überwachen die Temperatur vom Truthahn.
gute 2 Stunden später schaut unser Truthahn so aus. Absolut fantastisch. Keule hat eine Temperatur von 80 Grad, die Brust eine Temperatur von 78 Grad. Und den nehme ich jetzt vom Grill runter, lasse ihn noch so, na, sagen wir mal 5 Minuten, 10 Minuten ruhen und dann schneiden wir ihn an. Schaut euch dieses Prachtexemplar von einem Truthahn an. Absolut fantastisch und der Geruch ist auch absolut grandios. Und ich befreie den jetzt mal hier von seinem, von dem, was ich da verschnürt habe. Und dann würde ich sagen, lösen wir mal einen so einen Schlegel raus. Boah. Absolut perfekt, absolut grandios, könnt ihr hier sehen. Wir haben sogar einen kleinen Rauchring erzielen können. Absolut perfekt. Jetzt schneide ich mal hier die Brust raus. Ich glaube, ihr könnt das sehen, wie saftig die ist, wie hier das runterläuft hier. Ja, ich würde sagen, jetzt ist Zeit zu probieren. So, jetzt ist an der Zeit, ein Stück von unserem Truthahn zu probieren. Ich habe mir hier ein Stück von der Brust abgeschnitten mit der knusprigen Haut oben drauf. Diesmal wirklich knusprig, nicht so wie beim Smoker, wo das so lederartig war, sondern diesmal richtig kross. Herrlich saftig. Boah, es ist gut. Durch den Rauch, also ist wirklich ein bisschen Rauch angekommen im Fleisch. Aber jetzt nicht wirklich zu aufdringlich, das war dieses Apfelholz, absolut grandios. Richtig lecker. Wir gehen jetzt rein essen, weil so ein Truthahn isst man ja nicht alleine. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt da oben in der Ecke nachholen. Würde mich tierisch freuen. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr mit dem neuen Video. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.